Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität. Von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu. Kerli und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltsgerät in Brattelen. Regiosport wirft heute genau das Auge aufs Dressurreiten. Cornelia Kaspar ist als 5-Jährige zum Reiten gekommen und im Alter von 15 hat sie dann das Dressurreiten entdeckt. Und sie betreibt für ihr Hobby mit dem Hengst Nico einen enormen Aufwand. Also ich arbeite 100% und habe mit dem Partner zusammen 4 Ross. Immer am Donnerstag ist mein Training mit dem Hans-Ueli. Ab und an gehe ich in ein Training auswärts zu Richterinnen oder so, wo ich auch ein bisschen Programm üben kann oder auswärts grössere Vierecke, 20 auf 60 können zu reiten. Ich bin alltag 4, 5, 6 Stunden im Stall, tue eigentlich immer 2 bis 3 Ross bewegen. Trainieren ist wirklich eigentlich der Donnerstag, aber ich tue 2-mal in der Woche für mehr meine Ross trainieren. Also ich reite jeden, wo ich eigentlich dressurmässig starten will, reite 2 bis 3 Mal dressurmässig. Den Rest gehe ich aber ausreiten oder auch mal einen Spaziergang reinlegen, weil nur arbeiten, das ist für mich nicht lustig und das ist für die Ross auch nicht lustig, weil die sollen Spass daran haben. Sie hat einen bekannten Trainer, der das Rösseln regelrecht im Blut hat. Es ist der ehemalige Springreiter-Europameister Hans-Ueli Schmutz. Das Wichtigste im Training beim Dressurreiten ist die Haltung des Ross, die stabil muss sein muss. Also der Kopf still und dass der Reiter mit den Händen nicht Störungen verursacht. Und möglichst still dort oben sitzt, dass das Ross im Gleichgewicht kann sein und seinen Job kann machen kann. Der Kopf vom Ross muss still sein und für das muss der Reiter natürlich auch im Gleichgewicht oben drauf sein und sich tragen und nicht mit seinem Gewicht im Ross eigentlich das Gleichgewicht kaputt machen. Dass das Ross in seiner Gangart, die man verlangt von ihm, im Gleichgewicht schön bleibt. Es geht ja eigentlich um Schönheit, Losgelassenheit und ja, dass das Bild gut ist, das, was die Richter sehen wollen. Und natürlich um Geschmeidigkeit, dass das Ross die Übergänge, die man will, vom Schritt in den Trab, vom Trab in den Galopp und das Gleiche wieder zurück, dass das möglichst unauffällig im Takt, in der Bewegung abläuft. Und so vermittelt man das einem Ross. Das ist tatsächlich erst wiederholen, weil leider sagt mir ja, die Rosse sind eigentlich ein bisschen dumm. Und sie lernen durch das Wiederholte machen. Und wie einfacher, als man es macht. Und wenn es ganz gut ist, kann man es auch einfach machen. Und dann ist es auch gut, wenn man eben im Gleichgewicht kann sein und die Hilfe möglichst unsichtbar kann geben kann. Dann ist das Ross zufrieden und da oben drauf auch. Die Cornelia Kaspar beschreibt ihre Faszination für das Dressurreiten so. Ich glaube, da muss dir ein bisschen gegeben sein, dass du Dressurreiten willst. Also, es gibt viele Leute auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, nein, mir reicht es ausreiten, ich brauche es als Ausgleich. Für mich ist es auch ein super Ausgleich, aber ich möchte gerne auch mit den Rossen ein bisschen können, etwas verfolgen und habe Ziele vor Augen, die ich gerne haben möchte. Darum, ja, ist für mich nur das Ausreiten ist für mich zu wenig. Ich möchte wirklich weiterkommen können. Und so schätzt der Hans-Ueli Schmutz die Cornelia Kaspari. Das macht sich sehr gut und der Hengst ist noch in der Zucht. Und wenn ein Hengst in der Zucht ist, ja, dann ist er an einem fremden Ort halt Hengst. He? Man sieht auch mal etwas nebendran. Aber da ist er eigentlich sehr zuverlässig und ja, nicht so ein Nickel, wie ein Hengst sonst noch sein kann. Er ist sehr brav.